Und wenn diese Folge mehr als 1000 Likes hat, dann mache ich noch Kampfholzwerfer gegen alle Mauern und natürlich unseren alten guten Freund, den Maxed, Mauerbrecher gegen alle Mauern. Also like das Video, wenn ihr noch weitere Folgen sehen wollt dieser Art. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Ich muss ein bisschen lachen eigentlich, weil die Aufnahme, glaube ich, recht lustig werden könnte. Wir machen den Mauervernichter gegen alle Mauern. Ich habe allerdings kein Developer-Bild mehr. Meistens, ich kann es ja mal verraten, ist das so, dass der dann zum Update hin abgeschaltet wird, wenn das Update da ist. Es ist ja dann im Endeffekt auch keine Notwendigkeit mehr da, für die Creator noch da was drin aufzunehmen, weil ja die Sachen alle da sind. Also zum Beispiel für die Sneak Peeks oder sowas, da nehmen ja die Creator dann mit dem Developer-Bild auf. Das Update ist ja jetzt da, deswegen ist die Notwendigkeit dann weg. Allerdings habe ich einen Trick. Und zwar, ich habe ja verschiedene, ich habe verschiedene Accounts. Und dieser Account hat die Mauern hier alle bis Level 14. Bedeutet, da können wir den Mauervernichter auf jeden Fall mal testen. Das werden wir gleich auch mal tun. Das einzige Problem ist, das Rathaus ist eigentlich nicht ganz mittig da drunter, aber ich kann es auch nicht vertauschen, denn sonst wäre die Base ja wieder gesperrt. So, jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, okay, das ist ja Mauer Level 1 bis Level 14. Was ist mit der Level 15 Mauer? Auch da habe ich einen Trick, und zwar habe ich diese Base hier, und da habe ich extra noch eine zweite Mauer gebaut, eine zweite Level 15 Mauer, und die habe ich jetzt genau da hingesetzt, und wenn ich Mauern tausche, Da ist die Funktion endlich mal gut. Wenn ich Mauern tausche, dann wird die Base nicht gesperrt. Bedeutet, unser Mauervernichter kann von hier oben direkt durchfahren und zerstört dann die Level 15 Mauern. Also würde ich mal sagen, wir legen mal direkt los. Okay, wir haben alles und ich würde sagen, wir legen jetzt mal direkt los. Ich weiß halt nicht genau, wie wir das genau hinbekommen. Das ist jetzt erstmal die Base. Ich habe auch noch eine andere Base. Da habe ich die Mauern halt ein bisschen anders hingesetzt. Warte mal, da ist das Rathaus. Jetzt muss ich mal eben, ich lege nochmal so einen Stift auf das, warte mal, auf das Tablet. Ja, man muss ja immer gucken, der fährt ja immer direkt zum Rathaus hin. Aber ich denke mal, wenn ich den jetzt direkt, oh, das ist der falsche, den natürlich. Wenn ich den direkt da hinsetze, dann sollte das funktionieren. So. Okay, das war jetzt gerade mal ein Mauerstück. Ach du Heiland, das war jetzt gerade mal ein Mauerstück. Oh, ja, ich glaube, bei den unteren Mauerstücken könnten wir es uns fast schon sparen, weil das Ergebnis eigentlich schon fast feststeht. Oh Mann, warte mal, wo habe ich das Dorf? Das habe ich jetzt. So, ja, das ist natürlich die Sache, dass ich das ja schon mal gemacht habe. Und bei den unteren ist es ja quasi so, dass man weiß, dass sie direkt mit einem Mal down sind. So, das ist ja jetzt quasi Nummer 2. Also, das war mal erfolgreich. Der hat da Level 2, 3, und das ist ja jetzt auch noch da, hat er die nächsten direkt auch schon mal wieder. Aber die will ich trotzdem gleich noch machen. Die will ich gleich trotzdem noch machen. No. Böser Multi-Inferno. Böser Multi-Inferno. Aber der kommt schon relativ weit. Es wäre irgendwie lustig, wenn er diesen Stein auch noch zerstören würde. Das fände ich besonders lustig. Ja, okay, merken wir uns mal. Level 2, 3 und 4 hat er gerade schon mal zerlegt. Mit einem Mal. Wie weit war das denn nochmal? Also ich glaube eben Level 9 war das, glaube ich. Ne, warte mal da. Den hier, oder? War das der? Welchen hat er denn eben zerlegt? Oder ist das... Ne, da irgendwo. Hier, da. Das war Level 10. Also Level 10 hat er auf jeden Fall nicht mit einem Mal zerlegt. Wir greifen natürlich auch gleich nochmal normal an. Wir müssen ja noch ein bisschen farmen. Ich habe mir jetzt extra mal einen Arbeiter übrig gelassen für die Mauern. Hey, sure. Also, was hat er zerlegt? Die hat er zerlegt, die hat er zerlegt, die hat er zerlegt. Das bedeutet, wir setzen ihn jetzt nach da. Au. Die hat er auch alle zerlegt. Was ist denn mit dir los? Vor allem bin ich ja gleich mal gespannt. Der Maxed Mauerbrecher. Mauervernichter. Habe ich am Anfang gerade die ganze Zeit Mauerbrecher gesagt? Ich hoffe nicht. Mauervernichter natürlich. Nicht verwechseln mit dem Mauerbrecher. Mauervernichter. Und wenn diese Folge mehr als 1000 Likes hat, dann mache ich noch Kampfholzwerfer gegen alle Mauern und natürlich unseren alten guten Freund, den Maxed, Mauerbrecher gegen alle Mauern. Also like das Video, wenn ihr noch weitere Folgen sehen wollt dieser Art. Also so, wir waren bis zur Level 8 Mauer gekommen, also die Level 8 Mauer hatten wir noch nicht, für den Mauervernichter. Oh, die war auch direkt weg. Die war auch direkt weg. Ja, ich muss jetzt mal echt mal gucken. Wir müssen den, glaube ich, echt mal ein bisschen schräger noch setzen. Beziehungsweise, wenn ich jetzt auf die Level 9 Mauer ziele, dann müssen wir den, glaube ich, ein bisschen weiter rechts davon setzen. So, das ist unser Ziel. Die Level 9 Mauer. Wir wissen,
Level 1 bis Level 8 hat er alles zerlegt. Und wir wissen, Level 10 schafft er nicht mit einem Mal. Die Frage ist aber, wie viel braucht er dafür? Ich denke mal, für die Level 14 Mauer wird er auf jeden Fall dreimal rammen müssen. Das ist dann... gucken wir mal. Nein, schon wieder zu weit. Oh. Okay. Wir wissen jetzt, Level 8 weg, Level 9 weg, Level 10 fast weg. So. Die können wir eigentlich auch nochmal gucken. Da braucht er zwei Stück für. So, den Bogenturm weg. Jetzt geht er natürlich weiter. Jetzt kommt das... No. Ich will das nur sehen. Nein. Er kommt nicht so weit. Der kommt nicht so weit. Das schafft er nicht. Okay. Das schaffen wir noch. So. Merken, bis Level 10 ist er schon einmal gekommen. Die Leute in meinem Clan denken wahrscheinlich wieder, ich bin Gaga. Genau. Ich bin verrückt. Da haben sie wahrscheinlich auch nicht ganz unrecht. So, nach da. Au. Au. Hat sie alle weggekloppt mit zweimal, bis auf die Level 13 Mauer. Guck mal, wie geil diese Mauern aussehen. Ich finde, die Level 15 Mauern dagegen sehen nicht so geil aus irgendwie. Aber lobt doch auch mal meine Kreativität, Leute. Dass ich mir zumindest die Mühe mache, das mal zu eruieren, wie denn das überhaupt funktioniert, dass man hier den Mauervernichter, ich will ja mal Mauerbrecher sagen, verdammt, dass man hier den Mauervernichter überhaupt gegen alle Mauern antreten lassen kann, ohne dass man ein Developer-Bild hat. Also, was hatten wir jetzt? Level 11 hatten wir schon zerlegt, Level 12 hatten wir zerlegt, Level 13 ging nicht ganz und Level 14 hat er noch nicht probiert. Das ist ja das. Aber Level 14 machen wir gleich sowieso noch bei einem umgekehrten Angriff, wenn quasi der WTF-Fred den Kollegen hier angreift. Nee. Oh, jetzt. Eins, zwei, dreimal. Dreimal. Badam. Dreimal hat er es versucht. Und es hat geklappt. Eins, zwei. Das ist auf jeden Fall interessant. Ich sag gut, klar, man könnte natürlich auch mathematisch errechnen, aber das wäre ja, seien wir mal ehrlich, relativ langweilig. Und jetzt, das passt mir doch gerade ganz gut. Während das Ding jetzt da durchfährt, trinke er erstmal einen Schluck Kaffee. Moment, so. Ich habe schon lange keinen Kaffee mehr getrunken in der Folge. Und ich habe auch schon lange die Chinchillas nicht mehr gezeigt in der Folge. Das muss ich auch mal wieder machen. Ich werde die mal wieder filmen. Allerdings sind die auch gerade nur am Ratzen. Und jetzt tauschen wir mal eben. Jetzt kommt WTF-Fred. Warte, hat mich gerade einer angegriffen? Au. Ja, wobei man muss ja immer sagen. Ja. Ja, aber mit Rathaus 14 Truppen gegen Rathaus 13. Bess. Also von daher, ihr habt ja gestern in meinem CW-Angriff gesehen. Im Endeffekt keine Kunst, ne? 80er König, 80er Königin, 55er Warden, 30er Gladi und meine Base ist von den Verteidigungen her ist die überall noch Rathaus 13 bis halt auf diese beiden Bauhütten. Aber da muss ich noch was machen. Wir werden mal sehen, das ist halt das Problem. Da werde ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Dieser Schub, den du am Anfang hast bei den Rathäusern, wenn du hochgehst, ich finde das Mist irgendwie. Weiß ich auch nicht. Das nimmt komplett die Balance am Anfang raus. Also wir haben den Krieg gestern übrigens noch gewonnen. Klassisch da. Oh, 1, 2, 4 Siege am Stück. Wir haben den Krieg noch gewonnen, aber mit so vielen Sternen, ey. Der Gegner hat viele 3 Sterne geholt. Wir haben auch viele 3 Sterne geholt. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich finde es nicht gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht gut. Okay, wir sind in meinem WTF-Account und wollen jetzt mal gucken. Oh, was ist hier denn passiert? 800.000, oh Gott. Ja, ich war hier länger nicht mehr aktiv und habe dann dementsprechend länger nicht mehr angegriffen hier. So, wir nehmen die Juwelenkiste mal eben mit. Forschen kann ich wahrscheinlich gar nichts mehr. Nein, kann ich nicht. Schatzkammer habe ich auch nichts mehr drin. Mauern könnte ich gleich nochmal machen, ein, zwei Stück. Da bin ich ja gerade schon dabei, die auf Level 10 hochzuziehen. Das machen wir auch mal eben. 2 Millionen. Nein, für 2 Millionen nicht. Also, wir sind ja jetzt in diesem Account und ich greife jetzt hier mal an. Ich habe den Maxed Mauervernichter und das fehlt uns jetzt noch. Das ist das letzte verbleibende Puzzlestück, nämlich die beiden Mauern. Beziehungsweise eigentlich ja nur ein Level, Level 15. Ich bin sehr gespannt. Ich habe es jetzt extra auf die Stufe gestellt, auf die Linie gestellt von Reaktor 14. So. Oh, er fährt. Okay, er fährt da durch. Boah, wie lange der schon braucht, ne? Also jetzt sind wir nochmal 1, 2, 3. Er braucht immer dreimal, bis er die Mauer kaputt hat. So, die Frage ist jetzt gleich, wie viel braucht er für die Level 15 Mauer? So, 1, 2, 3. Oh, die ist schon fast kaputt. Das hat aber. Das ist irgendwie blöd. Das gefällt mir nicht. Ich muss die mal einmal ändern. Wir packen die mal einmal an den Start. Moment. Okay, Versuch Nummer 2 und ich habe es jetzt mal geändert.
Da ist sie jetzt. Das sieht man jetzt halt dann viel besser, wie das ist. Warte mal, das ist halt wirklich fast eine... Ist da wirklich fast eine Linie? Nein, der fährt durch. Der fährt durch. Nein. Okay, Mauervernichter gegen Rathaus. 14. Na, lass mich doch in Ruhe. 1, 2, 3. Ja, so viel dazu. Komm, wir holen uns mal eben noch den Stern. Wir hauen jetzt mal mehr Wutzauber bringen. Mehr, ne? Ja, auf jeden Fall. So. Er ist direkt durchgefahren. Er ist einfach direkt durchgefahren. Oh Mann. Okay, das kriegen wir besser hin. Ich muss ihn echt direkt davor setzen. Wir müssen ihn echt direkt da dran setzen. Ja, 1, 2, 3. Auch dreimal. Und die Mauer ist dahin. Und jetzt müsste er eigentlich die andere auch noch holen, ne? Oder nee, der fährt nicht mehr denn. Der fährt jetzt gleich wahrscheinlich wieder mittig da rein. Nein. Er holt sich jetzt alle Mauern, aber nicht mehr die Level 15 Mauer. Na gut. Experiment vollendet. Experiment abgeschlossen. Was wir noch eben ganz schnell machen müssen hier, bevor wir wieder rübergehen. Da. 14 Juwelen, die muss ich mal eben mitnehmen. Das nehme ich auch mal eben mit. Ja, ich muss diesen Account mal wieder mehr spielen. Und ich sage euch, ich werde den spielen, wenn ich mit dem anderen Account die Saisonbank voll habe. Dann werde ich natürlich direkt bei Fredriksson die Saisonbank füllen. Die ist aber schon fast voll. Weil ich den ja vor dem Update noch relativ gut gespielt habe. Den spiele ich jetzt auch noch. Allerdings hat er eh noch so viele Sachen im Ausbau gerade. Und dann kaufe ich mir vielleicht hier noch den Goldpass mit Creator-Code MBF und werde dann noch auf jeden Fall hier die Saisonbank auch noch füllen. So, hier kriegen wir auf jeden Fall noch ein paar Gems. Das ist ja auch nicht verkehrt. So. Oh, das muss man immer mal wieder machen. Das ist auf jeden Fall wichtig, hier immer mal wieder die Gem-Mine zu leeren und auf jeden Fall hier mal wieder die Gems einzusammeln, die da überall rumfliegen. So, das nehmen wir jetzt auch noch mit. Komm, Beeilung. Kleine Arbeiter. So, und dann gehen wir jetzt rüber. Bis gleich. Okay, nach wieder etwas längerer Suche. Ich verstehe das. Im Endeffekt, ich verstehe es. Ich finde es nur blöd, dass man keinen Loot findet. Natürlich finde ich das blöd. Denn ich habe es ja gesagt, die Rathaus 14er, die bauen alle was aus. Bei den Rathaus 13ern kriege ich weniger. Bei den Rathaus 12ern kriege ich natürlich noch weniger. Deswegen ist aktuell wenig Looter. Ich finde es übrigens auch immer lustig, wenn irgendwelche YouTuber sagen, bau das und farm so und haben wahrscheinlich in ihrem Leben noch nicht einmal selber gefarmt. Das muss ich sagen, da muss ich doch immer wirklich ganz herzhaft lachen. Das ist, ja, das ist aber ein anderer Punkt. So, was machen wir denn mal? Die sind so eingemauert, dass ich sie sowieso bekomme. Wir müssten das eigentlich auch relativ gut bekommen. Allerdings bin ich immer sehr, sehr vorsichtig bei solchen Cho-Bases, diese 3-Sterne-Base. Da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. So. Oh, eine Tornado-Falle. Eine Tornado-Falle. Ich setze das trotzdem mal dahin. Ich brauche so viel Dunkles gerade nicht. So, die muss weg. Ist weg. Wo ist der Warden? Ah, der Warden war sogar gut dabei diesmal. Muss man ihn auch mal loben. Der Warden war dieses Mal gut dabei. Ansonsten laufen die jetzt sowieso alle in die Mitte rein. Jetzt mal schon mal den Giftzauber da drauf. Außen ist auch noch was. Ah, außen ist noch ein Katapult. Boah, das wird wieder... Ich hasse ja solche Showbases, wirklich. Zum Angreifen mag ich die wirklich nicht. Aber es müsste ja trotzdem... Wir müssten die ja trotzdem zerlegen, ganz ehrlich. Vor allem da mal einmal gefrieselt. Da ist die Königin, hat sich darum schon mal gekümmert. Da unten ist jetzt gleich noch das zweite Katapult. Wir frieseln aber erstmal das erste Katapult. Ich kann aber die Helden noch zünden. Also Königin kann ich noch zünden, König kann ich noch zünden. Die Eule lebt noch. Da ist ja schon mal super. Los, flieg, kleine Eule. Flieg, Eule, flieg. Ja, das sieht gut aus. Ich muss wirklich sagen, dieses Ding mit dem Boost für Rathäuser, wenn du hochgehst, ich mag das nicht. Für unsere Rathäuser finde ich das ja eigentlich nicht schlecht. Aber jetzt für Rathaus 14 oder so, weiß ich nicht. Ey, du hast halt echt das Problem, dass du mit Max-Truppen dann gegen eine Rathaus 13-Base gefühlt dann spielen musst. Wir haben es ja gesehen. Die Base von mir ist ja auch eine Rathaus 13er-Base. Ich hab keine Verteidigung hochgezogen, bis auf die Bauhütte. Und die kann man ja nur wirklich nicht zählen. Das ist genau das Problem. So, die Königin, die Eule. Ja, Eule. Ja, da haben wir sie gesehen. Da hat sie geschossen. Nein, jetzt ist die Eule weg gleich. Ja, genau. Das ist echt ein Problem. Also da würde ich sagen, Eule bei Warden, das könnte auf jeden Fall was machen. Das könnte funktionieren. Da passt die Reichweite, glaube ich, ein bisschen besser. Aber ey, das ist schon das Höchste der Gefühle jetzt hier gerade beim Loot. Wir fragen mal eben an. So, gucken wir eben, wie denn die Finanzen sind. Also, ich brauche kein Dunkles, habe ich ja gesagt.
lassen wir mal so. Ja, ich hab der kleine Nono. Der kleine Nono-Account. So, also. 204. Und, ja, gut, die Zauber halt, ne? Die Zauber kosten mich natürlich Elixier, aber ansonsten geht's. Wie sieht's denn aus? Zwei Tage, vier Tage. Sternbonus, 1:58. Wie lange geht der noch? Ereignis, vierfacher Sternbonus. Okay, den kriege ich auf jeden Fall noch einmal. Ja, machen wir später. Alle Mauerringe. Machen wir später. Und dann würde ich sagen, eine Sache haben wir noch. Wobei, Hexen habe ich. Zauberspenden. Ey, beginne viermal eine. Ausgerechnet jetzt. Aber das können wir mal eben noch schnell kombinieren. Schleichschützen. Mehrspielerkämpfe, das haben wir nicht. Das noch. Die beiden Sachen können wir mal eben noch kombinieren. Muss Zauberspenden. So, machen wir gleich. Wir können das noch kombinieren, indem wir jetzt einen Angriff machen, einen Multimörser zerstören und noch gleichzeitig die Schleichschützen einsetzen. Okay, das dürfte hier sogar funktionieren. Wir nehmen ruhig mal einige mit. Wir machen das jetzt mal so. Und dann räumen wir mal ein bisschen auf. Da kriegen wir auch schon mal was weg. Die Schleichschützen. Die sollen da schon mal ein bisschen was wegmachen. Das kriegen die auch hin. Ja, der Multimörser kommt. So, da einen drauf. Und jetzt, wir haben ja Zeit. Wir brauchen nur einen Stern. So. Und, hey, dahin, genau. Ich will eigentlich da schon mal so ein bisschen Verteidigung gleich wegholen. Da schon mal zwei. Wir haben ja noch, 16 Stück haben wir noch. Alles gut, 16 Stück. So, die kümmern sich jetzt um die Mine. Und wenn die sich um die Mine gekümmert haben, danach kümmern sie sich hoffentlich da um ein bisschen Verteidigung. Ja. Nein, Hauptsache nicht der Lavawerfer. Der Rest ist eigentlich egal, nur nicht der Lavawerfer. Wenn der schießt, dann habe ich ein Problem. Dann kann ich nämlich da nichts mehr hinsetzen erstmal. So, 17%. Ja, das läuft doch auch ganz gut. So, zack, das ist auch weg. Nicht der Lavawerfer. Aber wir sind, glaube ich, noch... Ja, wir sind von der Reichweite noch ganz gut dabei. So. Da schon mal. Ich setze die jetzt auch... Ah, wie setze ich die denn? Ne, wir lassen sie uns. Wobei, ne, warte, wir können doch was machen. Da noch hin. Ah, okay, da passt nicht mehr. Oh, der Multimörser ist fast kaputt. Wir haben ihn. So. Wo läuft er hin? Wo läufst du hin? Ja, lauf dahin, genau. So, Kampfmaschine, bisschen versetzt. Du noch da. Und jetzt natürlich Ziel Nummer 2. Den einen Stern holen. Das ist jetzt Ziel Nummer 2. So, der eine ist schon mal explodiert gerade. Das ist nicht so cool. Ja, Megatesla ist down. So, jetzt bitte noch den Lava-Werfer. Es sieht gut aus. Es sieht wirklich sehr gut aus. 41%, ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Komm, hilf mal mit hier. Ja. Oh, wir kriegen die Meisterhütte. Perfekt, so. Ist auch weg. Und da drauf. Ja, komm, den Tesla noch. Der ist auch weg. Läuft doch. Zeittechnisch natürlich eine absolute Katastrophe mit den Schleichschützen. Da müssen wir mal gucken, dass wir da noch was hinbekommen. So, das ist auch weg. Komm. Nochmal zünden. Ich will die 70% haben auf jeden Fall. Kriegen wir auch. Ja, haben wir schon. 72%. Wunderbar. Kriegen wir nicht mehr ganz da vorne. Ich weiß nicht, ob ich jetzt aufgeben soll. Nein. Das ist gegen den Ehrenkodex der Bauarbeiterbasis. Wir geben nicht auf. Ich glaube, das war auch mein Gegner, der gerade zugeguckt hat. Vielleicht hat er jetzt schon realisiert, er hat verloren. Aber wir lassen es jetzt mal noch laufen. 80% ist ja echt ein gutes Ergebnis. So. Das ist doch mal erfreulich. Nein. Das kostet mich Zeit. Ah, die kriegen wir auch noch. Den Sammler kriegen wir da auch noch eben weg. 13 Sekunden jetzt. Komm. Beiluck, Leute. Ja, schönes Ding. So, naja, jetzt müssen wir aufgeben. Was hat der Gegner gemacht? Keine 100. Ja, gewonnen. Oh, ja, hat er tatsächlich geguckt und hat gesehen, ich habe verloren. Und dann hat er aufgegeben. Dann hat er aufgehört zuzugucken. So, das machen wir eben da weg. So. Was haben wir jetzt? 6 von 10 und 1 von 8. Naja, es ist noch ein bisschen ein Weg, aber ich habe auch nicht mehr so viel, was ich noch holen muss. 2470, dafür kriege ich 100, dafür kriege ich 200, das reicht ja dann locker aus. Ja, dann haben wir auf jeden Fall in einer weiteren Folge noch ordentlich was zum Ausgeben. Und zwar ordentlich Mauerringe. Warte mal, ganz kurz noch der Vollständigkeit halber. Das kostet einen Mauerring. Das kostet auch einen Mauerring. Bedeutet, ich werde die auf jeden Fall mit einem Mauerring machen und die hier nicht. Denn das lohnt sich nicht. Ab Level 10 würde ich dann mal sagen. Was kostet mich so eine?
7 Stück? Na dann, herzlichen Glückwunsch. Also, bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.